Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen immer noch aus Amed, aber nicht mehr lange. Ihr seht, Sachen sind schon gepackt, dank Alice Packkünsten. Wir haben nur einen Rucksack dabei für uns beide, damit es easy auf dem Roller ist. Und dann noch den Kamerarucksack für die, die es interessiert. Und es passt locker alles rein, muss man sagen. Also ich vermisse auf jeden Fall nichts. Was wir heute machen, hat eigentlich nicht sehr viel mit Reisen zu tun. Und zwar müssen wir ins Krankenhaus, weil Elle Probleme mit ihren Ohren hat, seit wir halt Freediven waren. Und wir dachten, es ist aber trotzdem ganz interessant für euch, weil ganz viele Leute immer fragen, wie ist das mit dem Gesundheitssystem in Indonesien oder generell auf Reisen, macht euch da Sorgen, wie funktioniert das mit der Krankenkasse, wie funktioniert das mit den Ärzten und so weiter und so fort. Deswegen dachten wir, geil, Elle ist krank, Elle geht's richtig schlecht, das ist die Gelegenheit. Ich höre nichts. Genau, also Elle hört nichts und sie redet manchmal sehr laut und denkt, sie flüstert. Nee, nein, andersrum eher. Ich... Ah ja, andersrum. Ja, genau. Willst du schon erzählen, dass wir einen Termin gebucht haben? Achso, ne, das machen wir dann gleich. Okay. Okay, also bis gleich. Bis gleich. So Leute, wir sind im Sierra Hostel angekommen. Das ist so, glaube ich, das bekannteste International Hospital in Bali. Das ist in der Nähe von Kuta. Und wie Elle vorhin schon fast gespoilt hat oder ansprechen wollte, ist, dass wir einen Termin haben. Und das Witzige ist, was wir auch an Indonesien relativ krass feiern, dass man hier fast alles über entweder WhatsApp oder Instagram klären kann. Und so haben wir jetzt den Termin beim Arzt im Krankenhaus gestern per WhatsApp abgemacht. Und das hat auch 5 Minuten gedauert, also es war super easy. Richtig schnell und easy. Die wollten da noch so ein paar... Die wollten dann mein Geburtsdatum wissen, ob ich versichert bin und wie ich heiße und welcher Doktor und so. Ja. Aber dann ging es relativ unkompliziert. Das ist so geil. Also das ist hier, da sind die so weit voraus, auch mit der Immigration zum Beispiel. Wenn da die ganzen Infos, die gerade rauskommen, kommen immer bei Instagram oder Facebook. Und ich finde es so cool, die modernen hier, die, Das Land ist. Das Land ist, genau. Und dass man das so easy klären kann, da kann sich auf jeden Fall Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Ja, wir gehen jetzt hier rein, checken mal, wo wir genau hin müssen. Sieht auf jeden Fall relativ fancy aus, ne, von vorne, das Krankenhaus, muss man sagen. Und mal gucken, was uns erwartet und wie schnell alles geht vor allem. Ja. Wir haben natürlich unser ganzes Stuff dabei. Ja, das ist das Beste. Also ich muss jetzt hier nur quasi meine Daten ausfüllen, ob ich einen Covid-Test die letzten 10 Tage gemacht habe. Aber sonst, ich glaube, es geht um Corona halt, dass man safe ist, dass man da rein darf. Okay. Witzig auf jeden Fall, dass die Krankenhaus direkt an der Mall ist, ne? Was man gerade gesehen hat. Und das ist uns auch in Thailand schon aufgefallen, dass die internationalen Krankenhäuser zumindest super fancy sind. Und wir hatten zum Beispiel in Thailand im Krankenhaus mal einen Starbucks. Irgendwas, ne? Ja, das Krankenhaus war richtig verrückt. Ja. Das war next level. Es war wie ein 5-Sterne-Hotel mit Teppich und da gab es Free Drinks in dem Wartebereich. Free Drinks und ich konnte so die krassesten Zimmer auswählen. Aber ich habe dann am Ende nicht da geschlafen. Das war einfach witzig. Sind wir 3? Ja. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich nicht filmen soll unbedingt. Deswegen jetzt ein bisschen undercover. Was ich schon mal sagen wollte ist, wir haben hier perfektes WLAN. Ich war schon lange nicht mehr in Deutschland im Krankenhaus, aber wie ich mich aus Deutschland erinnere, ist da die Internetverbindung meistens auch nicht so gut. Also das ist auf jeden Fall auch ganz nice. Was natürlich wichtiger ist, ist, dass die ärztliche Versorgung auch gut ist. Das werden wir noch herausfinden. Oh,
think I know Linden. Oh. This is blood? Yeah. That's blood behind the eardrum. Yeah. You see? Yeah. Oh my god. Ja, aber das sind ihre Ohren und sie hat interne Blutungen im Ohr, aber sie wirkt nicht sehr beunruhigt. We make the hole here. No, I say okay. It for ever. Okay. So. No, no, please. Well, und wie fühlst du dich? Ich find's richtig creepy. Überraschend. Ich hab's überhaupt nicht gemerkt. Aber es ist, also so hört sich's auch an, eigentlich wie wenn man Wasser im Ohr hat. Aber es bewegt sich halt nicht. Wasser bewegt sich ja immer so, finde ich. Und ja, sie meinte also, das eine ist 80% und das andere ist noch mehr. Mama, es tut mir leid. Aber ja, ich nehme jetzt Medizin und dann sollte das quasi von alleine zurückgehen und sollte es nicht zurückgehen. Das Problem ist nur, dass das Blut nicht da rauslaufen kann und deswegen muss es jetzt so, ja. Deswegen dauert es Zeit. Ja, sie meinte, es dauert ewig, man soll patient sein und im Notfall muss man halt so ein kleines Löchlein rein. Also wenn ich jetzt fliegen müsste, sagt sie, dann müsste man jetzt ein Loch reinmachen, damit es da rauslaufen kann. Wir müssen natürlich auch noch zahlen und wie das eigentlich immer ist mit Auslandskrankenversicherung, ist so, dass man das vorlegen muss, also man muss alles selbst bezahlen. Ja, der geht jetzt zum Zahlen. Muss auch mal Kreditkarte dann, ne? Wahrscheinlich. Was hab ich gesagt? Genau, man muss immer vorlegen, also Ella muss jetzt alles bezahlen. Ich kann euch gleich mal einblenden, wie viel wir bezahlt haben. Es ist nicht so günstig hier in so fancy Krankenhäusern wie in so Local-Ärzten. Also bei Local-Ärzten bezahlt man teilweise sehr, sehr, sehr wenig, so 20, 30 Euro mit Röntgen. Hier wird es bestimmt mehrere 100 Euro sein, also mindestens 100 Euro, sage ich mal. Aber man legt es vor, wie gesagt, und dann kriegt man das, sage ich mal, so in einem Monat zurück. Bei unserer Versicherung ist es so, dass man die Rechnung dann einfach per App einscannt, also ist mega easy. Und dann kriegt man es so auch teilweise in 3 Tagen, manchmal kann es aber auch bis zu einem Monat dauern, das kommt immer darauf an, was es ist. Und dann kriegt man es ziemlich schnell zurück, oder man kriegt es auf jeden Fall zurück, wenn man halt so einen Notfall hat wie LA zum Beispiel. Also ist echt easy, wie gesagt, wir scannen das ein mit der App, schicken das ab und dann irgendwann kriegt man dann das Geld überwiesen auf sein Konto. Also wenn ihr noch eine Versicherung braucht für eure nächste Reise, wir können uns auf jeden Fall empfehlen, wir hatten jetzt schon ein paar Mal was und bis jetzt hat immer alles super geklappt. Okay. Und wie ist teuer? Hallo. Wie viel? 3,5 Millionen. 3,5 Millionen? Das sind über 200 Euro. Ja, aber wenn man überlegt, dass wir nur für die Tollwutimpfung bezahlt haben, dann halt. Hey, ja, ich habe auch keine Ahnung, wie teuer sowas in Deutschland ist. Also wahrscheinlich ist es hier auch noch günstiger. Man hat gar keinen Vergleich, ne? Ja, aber man denkt sich trotzdem so, wow, 200 Euro geht halt da. Das war jetzt, ja, war ich da drin, 5 Minuten. Ne. Aber sie hat auch ordentlich wieder die Medikamente rausgeballert. Ja, 3 verschiedene. Aber ist mir egal, ich nehme das. Was auch immer in so Krankenhäusern der Fall ist, dass sie die Pharmacy mit drin haben. Also eigentlich bei jedem Arzt, bei dem wir jemals im Ausland waren, gibt es immer direkt im Laden eine Pharmacy, wo man dann die Medikamente bekommt. Wir finden, die übertreiben immer ein bisschen. Also gefühlt jedes Mal gibt es auch Antibiotika. Auch jetzt kriegt Ella Antibiotika, obwohl sie es wahrscheinlich eigentlich nicht braucht. Was denn? Achso, da kommt die Medikation runtergeschossen. Und ja, also die geben in Asien sehr gerne viele Medikamente, aber viel hilft ja auch bekanntlich viel. Morning and evening. Yeah. This is the antibiotic. Takes 2 times a day, 1 tablet after meal and that's it. Okay. Any questions? No. I don't know. So, wir sind jetzt noch kurz was essen gegangen in der Mall direkt nebenan und sitzen jetzt gerade beim Inder. Ich wollte euch noch kurz meine Tabletten vorstellen. Das ist nämlich auch interessant. Man kriegt die nämlich immer so, also immer eigentlich. Es gibt keine kompletten Pakete. Genau, man kriegt kein komplettes Paket, sondern die schneiden das dir so raus, so viele wie man braucht. Und oft kriegt man entweder so einen Sticker dann da drauf, wo jetzt da drauf steht 3 times a day, 1 tablet. Also man kann es nicht falsch machen. Oder die schreiben das halt mit der Hand drauf. Ich habe auch schon mal Medizin bekommen ohne ganze Verpackung, also nicht mal das da, sondern nur die Pillen.
Es war ein bisschen creepy, aber ich habe die dann erstmal gegoogelt. Weil man dann gar nicht weiß, was das ist. Ja, ne? Weil da steht das ja dann immer auf der Tablette oft drauf und dann nehme ich das. Das Problem in Asien ist, dass man immer eigentlich, egal was an Antibiotika bekommt, ja, das ist gesagt. Immer so eine. Man kriegt auch so viele, man. Zeig mal alles hoch, wie viele das ist. Das sind, ja, das müssten ja 7x2. Nee, ich meine nicht das, sondern. Achso, und das habe ich auch noch. Also, das jetzt ihre Dosis. Und ich meine, dafür, dass nur Blut aus deinem Ohr laufen soll, ist es irgendwie schon komisch, oder? Ja, aber weiß es halt auch nicht besser. Da sagen jetzt bestimmt Leute, ihr schreibt bestimmt jetzt in die Kommentare, mach das nicht, ich mach das nicht. Egal. Ja, wir haben jetzt alles, fahren dann hoffentlich heute noch nach Nusa Lembong ran, sind noch nicht sicher, ob wir noch ein Boot bekommen. Weil es ist halt gerade Corona und da fahren ganz wenig Boote rüber. Deswegen wissen wir nicht genau, ob wir es heute noch schaffen. Wir starten heute in Sanur noch. Aber wir machen jetzt gleich auf den Weg zur Fähre und dann können euch auch noch mal zeigen, wie wir dann das mit der Versicherung machen, gell? Und wir können euch auch noch mal dann die Rechnung zeigen, was wir jetzt genau bezahlt haben und wofür. Also was kostet. Okay, ihr habt gesehen, wir haben es nach Lembong geschafft. Wir hatten die letzte Fähre an dem Tag, also Glück gehabt, aber wir sind da und es ist sehr ruhig und sehr schön hier. Aber in dem Video soll es um was anderes gehen und zwar sitzen wir hier gerade nochmal mit der Rechnung, um die gleich an die Versicherung zu schicken. Und wir haben ja gesagt nochmal, dass wir euch die Kosten nochmal sagen. Und zwar haben wir bezahlt. 600.000 kostet erstmal nur der Besuch beim Arzt, was ich eigentlich okay finde. 40 Euro für so eine Untersuchung im Krankenhaus ist schon nicht schlecht. Dann aber das Gerät noch dazu, also dadurch das Ding, was sie da Ellen ins Ohr gesteckt hat, das kostet nochmal 800.000. Und so hat die ganze Untersuchung so 1,5 Millionen gekostet, also um die 100 Euro. Und der Rest sind alles Medikamente. Die beiden einfachen Medikamenten, also so für die Flu und was sie da bekommen hat, die sind mega günstig, also so 10 Euro. Und dann kostet das Antibiotika einfach 100 Euro. Man denkt sich, alles klar, wusste ich nicht, dass Antibiotika so teuer ist. Ja genau, und so kommen wir dann ungefähr auf die 200 Euro. Das Gute ist, wir kriegen ja wie gesagt alles von der Versicherung wieder, wie das halt auch normal so ist im Leben, wenn man versichert ist. Wir müssen ja einfach diese RP nehmen, können wir uns erkennen. Das ist die von der ERV, weil unsere Versicherung, die Young Travelers, über die ERV läuft. Und dann können wir hier einen Schadensfall melden. Und dann scannen wir, machen wir ein Foto von der App, machen wir ein Foto von der App wahrscheinlich. Und dann machen wir ein Foto von der Rechnung, schicken die ein und sagen halt, schreibt man, keine Ahnung, muss man so ein paar Sachen ausfüllen, halt seinen Namen, was vorgefallen ist und so. Also es geht relativ easy, relativ schnell und ja, dann kann es halt ein bisschen dauern, bis das Geld zurück ist. Aber ich sag mal, einen Monat haben wir bis jetzt maximal gewartet, würde ich sagen. Und dann ging das. Ich würde sagen, Fazit zu Ärzten im Ausland. Wir haben das jetzt so ein bisschen so, ja, die haben immer alles Starbucks hin und her. Also ganz so ist es nicht. Ich muss schon sagen, man muss schon darauf achten, wo man zum Arzt geht und man muss auch, also wir hören am liebsten auf Empfehlungen. Dieser Arzt wurde uns auch empfohlen, weil es kann auch sein, dass man zu einem schlechten Arzt kommt. Also die Chance ist höher, einen nicht so guten Arzt zu bekommen als einen guten Arzt, sage ich mal. Deswegen unser Tipp ist immer irgendwie auf Empfehlungen zu hören. Wenn ihr zum Beispiel zu einem Zahnarzt geht, dann nur einem, der euch empfohlen wurde etc. Oder halt in ein internationales Krankenhaus. Da bezahlt man dann natürlich viel mehr als bei so einem Local Doctor, aber dafür ist die Versorgung auch viel besser. Also jetzt gegebenenfalls etwas Schlimmes. Habt ihr jetzt irgendwie einfach nur einen Husten oder irgendwas, dann ist es eigentlich egal. Man muss meistens gar nicht zum Arzt gehen. Und wenn, könnt ihr auch keine Ahnung, zum Local Arzt gehen, der hat die gleichen Medikamente, die er euch verschreiben kann. Generell müsst ihr keine Angst haben, sag ich mal. Es gibt immer einen Arzt, der an Ort und Stelle ist. Wie gesagt, man ist ja auch ganz selten krank. Also wie oft waren wir jetzt damit beim Arzt? Vielleicht zweimal in den fast 2 Jahren, die wir jetzt unterwegs sind, wo wir unsere Versicherung gebraucht haben. Das ist easy. Und ja, ich sag mal, umso größer und moderner die Städte, also wie zum Beispiel Bangkok, hier Denpasar oder Jakarta, da sind die Ärzte gut. Wenn man dann auf einer einsamen Insel ist, sind die Ärzte natürlich nicht mehr so gut. Ja, aber da muss man dann im Ernstfall halt in die große Stadt und dann wird man eigentlich gut versorgt. Also wir fühlen uns auf jeden Fall immer gut versorgt. Selbst in Indien war es okay, in Myanmar war es eher kritisch, würde ich sagen. Aber in den meisten Ländern ist man gut versorgt und mit der Versicherung kriegt man das Geld auch immer wieder. Und ja, so habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in das Leben eines Reisenden, der krank ist. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch einen kleinen Einblick verschafft und ihr macht euch jetzt nicht mehr so viele Sorgen. Wir fühlen uns auf jeden Fall immer gut versorgt, immer safe und ich hoffe, die Message ist so ein bisschen jetzt bei euch auch angekommen. Es ist wirklich easy und macht euch da nicht so viel Gedanken. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.